Liebe Zuschauer, liebe Glaubensgeschwister, ein herzliches Willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir uns mit einem besonderen Thema befassen. Wir wollen heute mal schauen, was ist Gottes Plan für ein verendetes Leben? Nun, bevor wir unser Thema betrachten wollen, möchte ich dir sagen, dass Gott eine wunderbare Verheißung gegeben hat in seinem Wort. Es heißt in der Schrift, er sagt hier, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Es ist schön zu wissen, dass Jesus bei uns ist, dass wir in Gemeinschaft mit Gott leben dürfen und auch studieren dürfen. Wir wollen ihn jetzt trotzdem einladen und ich möchte dich bitten, dass du mit mir gemeinsam das Haupt neigst zum Gebet. Lass uns beten. Treuer, barmherziger Gott, Vater des Himmels und der Erde, wir wollen dich loben, dich preisen, dich anbeten und dich ehren. Wir wollen dir danken dafür, dass wir immer aus deinem Wort Weisungen bekommen für unser Leben. Stärke du uns jetzt durch dein Wort. Hab Dank, dass du uns heute deinen Plan kundtun möchtest und schenke du uns die Weisheit, das auch für uns persönlich anwenden zu können. Wir loben, wir preisen dich und beten dich an und danken dir für deine Gegenwart jetzt. In Jesu Namen. Amen. Lieber Zuschauer, liebe Glaubensgeschwister, das Leben des Menschen besteht aus Veränderungen. Wenn ein Kind geboren wird, wächst es heran, bis es irgendwann einmal in die Schule geht, um für das spätere Berufsleben vorbereitet zu werden. Nach der Schule folgt eine spezifische Ausbildung oder ein Studium für den Beruf, den man gerne ausüben möchte. Kurzum, wir leben von und mit Veränderungen. Doch wie sieht das im geistlichen Leben aus? Was ist Gottes Plan für dein und für mein Leben? Wollen wir diesbezüglich die Bibel befragen, das Wort Gottes? Und lasst uns gemeinsam die Bibel aufschlagen, nun im Neuen Testament in 1. Thessalonicher Kapitel 4 und dort Vers 3. Hier heißt es, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Okay. Um geistlich also reifen, die tiefgründigen Wahrheiten des Wortes Gottes erfassen zu können, ist es notwendig, dass wir uns von all den Dingen trennen, die unseren Charakter verderben. Ellen White, eine christliche Autorin aus dem 19. Jahrhundert, kommentiert dies mit folgenden Worten. Die Dornen der Sünde können in irgendeinem Boden wachsen. Sie bedürfen keiner besonderen Bearbeitung, aber die Gnade muss sorgfältig gehegt und gepflegt werden. Die Dornen wachsen zu jeder Zeit auf und man muss beständig an der Arbeit sein, um sie zurückzuhalten. Wenn das Herz nicht unter der Herrschaft Gottes steht, wenn der Heilige Geist nicht unaufhörlich am Wirken ist, um den Charakter zu läutern und zu veredeln, werden die alten Gewohnheiten sich immer wieder offenbaren. Die Menschen mögen bekennen, dem Evangelium zu glauben, wenn sie aber durch dasselbe nicht geheiligt werden, dann nützt ihr Bekenntnis nichts. Sie sagt weiter, wenn sie nicht den Sieg über die Sünde gewinnen, dann gewinnt die Sünde den Sieg über sie. Die Dornen, die wohl abgehauen, aber nicht mit der Wurzel ausgerissen worden sind, wachsen immer wieder empor, bis die Seele von ihnen überwunden wird. Nun, jetzt haben wir den ersten Schritt für ein verändertes Leben nach Gottes Plan schon erfahren hier. Gott will, dass wir ein geheiligtes Leben führen, dass wir all die Dinge, die uns von ihm wegbringen, die uns vom geistlichen Denken wegbringen, uns von vernünftigen Entscheidungen wegbringen, ja, dass wir diese eben aus unserem Leben entfernen. Gott möchte, dass du ein geheiligtes Leben führst, doch ist das mit dem Vorsatz, ein Leben mit Gott zu führen, schon getan? Nun, jeder Christ erfährt wahrscheinlich irgendwann mal in seinem Leben, dass die Veränderung des Charakters gar nicht so leicht ist. Wir geben uns die größte Mühe, über unsere alten Schwächen siegreich zu sein, doch erfahren wir immer wieder Rückschläge. Wir sind dann traurig und verzweifelt und fragen uns, ob wir das Überwinden der Sünden jemals schaffen werden. Nun, lieber Zuschauer, ich kann dir eine gute und frohmachende Botschaft verkünden. Aber lasst uns diese Botschaft aus dem Wort Gottes erfahren. Wir lesen eine Textstelle aus dem Neuen Testament, 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 23
und Vers 24. Hier heißt es: Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Vers 24 sagt: Treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch tun. Nun, was sagt die Textstelle hier eigentlich aus? Hier wird uns doch wohl deutlich gezeigt, dass wenn unser Blick in der Anfechtung, also dann, wenn die Sünde an unsere Tür klopft und wenn sie um Einlass bittet an unseren Herzen, dass wir da in dieser Anfechtungszeit auf Gott gerichtet sind, dass wir unseren Blick dorthin richten. Denn wir müssen ein was wissen: Er, also Gott selbst, wirkt das Wollen und das Vollbringen in uns. Wir können nur Überwinder sein, wenn wir das Licht des Evangeliums auf uns wirken lassen und den Blick auf Christus gerichtet halten, besonders dann, wenn du in der Anfechtung stehst, wenn die Sünde an deiner Tür klopft. Doch lass uns noch eine andere Textstelle lesen. Wir lesen jetzt im Hesekiel Kapitel 36, Vers 25 bis 27. Hier heißt es: Und ich will ein reines Wasser über euch sprengen, und ihr werdet rein sein vor allen euren Unreinheit, und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euch, in euer Innerstes legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Vers 27 sagt: Ja, ich, also Gott selbst, will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Lieber Zuschauer, hier wird deutlich gezeigt, dass ich alleine, oder dass wir alleine aus uns selbst nichts tun können. Wenn ich mir 100-mal vornehme, diese Sünde tue ich nie wieder, dann gehe ich ein Stück meines Lebens, achte nicht mehr drauf und zack, bin ich schon wieder drin. Das bedeutet, das Überwinden einer Sünde bedarf ständiges Bewusstsein der Gegenwart dieser Sünde in mir. Ich muss mir ständig bewusst sein: Achtung, hier auf diesem Gebiet kann ich fallen. Ich brauche hier Gottes Hilfe. Und das bedeutet, dass ich auch mich ganz Gott hingebe mit all meinen Gedanken, mit meinem kompletten Lebenswandel und ihn jeden Morgen und auch in der Zwischenzeit im Laufe des Tages immer wieder darum bitte: Herr, schenke mir die Überwinderkraft. Der Blick ist in dem Moment auf Christus gerichtet. Ellen Goldwhite hat diesen Kampf selbst erlebt. Sie kommentiert in ihrem Buch Der Weg zu Christus folgendes und sie schreibt: Wenn der Heilige Geist unser Gewissen wachrüttelt, spüren wir etwas von der Macht der Sünde und dem Elend, das sie in dieser Welt anrichtet. Sünde trennt von Gott und macht den Menschen unfrei. Jeder von uns hat das am eigenen Leib erfahren. Und das Schlimme: Je mehr wir versuchen, unsere Sünden zu entziehen, desto deutlicher zeigt sich unsere Ohnmacht. Es ist zum Verzweifeln, wenn sich zeigt, wie sehr unser Denken und Tun von Selbstsucht und fragwürdigen Beweggründen bestimmt wird. Wer in die Abgründe seines Herzens geschaut hat, sehnt sich nach Vergebung, möchte rein und frei werden. Er fragt: Was muss ich tun, um wieder in Übereinstimmung mit Gott zu leben oder leben zu können? Vergebung, Frieden und Liebe sind nicht für Geld zu haben. Auch Verstand und Weisheit können nicht verhelfen. Wir haben von uns aus nichts anzubieten, um diese Gabe zu erwerben. Das ist auch gar nicht nötig, denn Gott will sie uns schenken. Er bietet seine Gnadengaben ohne Geld und umsonst an. Wir müssen nur unsere Hände nach ihnen ausstrecken und sie ergreifen.
Nun, lieber Zuschauer, hier wird uns der zweite Schritt gezeigt und ganz klar vor Augen gebracht. Gott selbst bewirkt unsere Heiligung. Unsere Heiligung kann aber nur gelingen, wenn wir Gottes Wort in unserem Leben umsetzen. Der tiefe Wille für eine Charakterveränderung muss in uns verankert sein. Lesen wir aber dazu ein Wort aus Philipper Kapitel 3, Vers 12 bis 14, Neues Testament. Hier heißt es: Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet werde. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin, sagt hier der Paulus. Brüder, sagt er weiter im Vers 13, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Und jage auf das Ziel zu, den Kampfespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus, unserem Herrn. Lieber Zuschauer, dem Guten nachjagen. Paulus ist noch nicht, aber er wird. Das christliche Leben ist ein ständiger Prozess der Veränderung. Christen wachsen in ihrem Charakter, wenn sie den Anweisungen Gottes gehorsam sind. Damit ist nicht ein blinder Gehorsam gemeint, sondern ein Glaubensgehorsam, der aus der Liebe zu Christus hervorgeht. Liebe Zuschauer, ein altes deutsches bekanntes Sprichwort von Johann Wolfgang von Goethe sagt: Sage mir, mit wem du umgehst, so sage ich dir, wer du bist. Weiß ich, womit du dich beschäftigst, so weiß ich, was aus dir werden kann. Ist das tatsächlich wahr? Nun, nicht nur die Wissenschaft bestätigt uns anhand von Beobachtungen, dass das Verhalten und Erleben des Menschen von seiner Umwelt maßgeblich beeinflusst wird. Auch das Wort Gottes stimmt dieser Beobachtung voll und ganz zu. Gott warnt uns in der Bibel im Psalm 1, Vers 1 bis 3: Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, das gerät wohl. Nun, liebe Zuschauer, wir können nur den Weg des Herrn gehen, wenn wir diesen auch genau kennen. Wenn wir uns mit dem Worte Gottes beschäftigen, bewirkt das eine Veränderung in unserem Leben, wo die Auswirkungen deutlich zu erkennen sind. Wir lesen dazu einen Text aus dem Neuen Testament, Johannesevangelium, Kapitel 17, Vers 17 bis 19. Hier heißt es: Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Hier im hohen priesterlichen Gebet sagt Gott selbst, Jesus Christus: Ich heilige mich selbst für sie. Nun, geistliche Veränderung bedarf immer einer Reihe von Impulsen, die zu einer Erneuerung des geistlichen Denkens führen. Mit anderen Worten, geistliches Wachstum geschieht durch das Studium des Wortes Gottes. Ellen White gibt uns folgende Ratschläge. Sie schreibt: Wir müssen unsere Verfehlungen bekennen und uns innerlich von unserer Sünde lösen. Wir müssen fest entschlossen sein, ein neues Leben mit Gott zu beginnen. Wenn wir das wirklich wollen, können wir Gott bitten, all unsere Schuld zu tilgen und uns ein neues Herz zu geben. Und wir dürfen gewiss sein, dass er unsere Bitte erhört, denn er hat es zugesagt, schreibt sie in dem Weg zu Christus. Durch das Studium der Heiligen Schrift erkennen wir, wo wir vor Gott und dem Menschen gesündigt haben. Doch gilt immer eine Methode, um die Sünde zu überwinden.
In 1. Petrus Kapitel 1, Vers 14 bis 16 wird uns diese Methode ganz deutlich mitgeteilt. Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Vers 16 sagt, denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Nun, lieber Zuschauer, wie kann göttlich gewirkte Veränderung am besten geschehen? Ich gebe dir einen guten Rat, nimm Gottes Vollkommenheit in den Fokus deines Veränderungsprozesses. Achte darauf, dass du nicht auf dein Versagen schaust, sondern auf die Siege des Herrn. Mache die Siege Gottes zu deinen Siegen. Dies geschieht, wenn du deine Sünde Gott bekennst und ihm um Vergebung bittest. Dann wirst du erfahren, was im Worte Gottes steht und wie das Wort dich auch ganz persönlich verändert. Nun, wir lesen in 1. Korinther 1, Vers 30 im Neuen Testament, durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Lieber Glaubensbruder, liebe Glaubensschwester, liebe Zuschauer, was meint das genau? Wenn ich mich mit Sünde beschmutzt habe, in Sünde gefallen bin und mein Herz vor Gott ausschütte, das heißt den Fokus auf Gott ausrichte in meinem Versagen und ich schaue auf die Siege des Herrn und ich bitte ihm um Vergebung, dann kommt das, was die Bibel die Gerechtigkeit Jesu nennt. Und zwar wird dann die erworbene Gerechtigkeit, die Christus für mich am Kreuz auf Golgatha erworben hat, die wird mir dann verliehen. Das nennen wir auch die Gerechtigkeit Jesu, wird erworben von Christus und mir verliehen. Das heißt, er legt seine Gerechtigkeit über mich. Und ich werde dadurch freigesprochen von meiner Sünde. Meine Sünde wird mir vergeben. Und ich habe wieder neu die Möglichkeit, mit Jesus zu wandeln. Unser geistliches Wachstum also hängt von der Gemeinschaft mit Gott ab. Gott möchte mit dir in Verbindung stehen und bleiben, denn er hat Großes mit dir vor. Denn er sagt in seinem Wort in Philipper 1, Vers 6, und das lesen wir gleich mal gemeinsam, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Gott bereitet dich und mich auf seine Wiederkunft vor. Lass dich von ihm unterweisen. Sei offen für Gottes Plan, für ein verändertes Leben. Lieber Zuschauer, ich möchte noch einmal zusammenfassen. Was sind die Punkte, die Schlüssel für ein verändertes Leben mit Gott? Die Schlüssel für ein biblisch orientiertes Leben sind erstens, Gott will, dass du ein geheiligtes Leben führst. Zweitens, Gott selbst bewirkt in deinem Leben die Heiligung mit dir zusammen. Drittens, du selbst musst aber auch wollen. Das heißt, du musst dein Herz ihm ganz übergeben und ihm sagen, Herr Jesus, ich selbst kann aus mir nichts tun, ich brauche deine Hilfe, bitte verändere du mich. Viertens, Gott schenkt dir das Wollen und das Vollbringen. Achte darauf, dass dein Blick auf Christus gerichtet ist, nicht auf dein Versagen. Beschäftige dich mit Gottes Wort, ist der nächste Schlüssel, der fünfte Schlüssel. Achte darauf, dass du täglich im Worte Gottes liest, denn das ist ein Bollwerk gegen die Sünde. Sechstens, schaue nicht auf dein Versagen, sondern auf Gottes Siege. Siebtens, nimm Jesus als deinen persönlichen Heiland an, denn er ist der Weg zur Heiligung. Und achtens, Gott möchte dich auf seine Wiederkunft vorbereiten. Nimm das Angebot Gottes an. Lieber Zuschauer,
Ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Ich hoffe, die kleine Betrachtung hat dir etwas Kraft gegeben, etwas Mut gegeben, auch über dein Versagen vielleicht nicht drüber hinwegzuschauen, sondern dein Versagen hin zu Gott zu bringen. Er möchte dich heiligen, er möchte seinen Plan an dir verwirklichen. Er hat Sehnsucht nach dir und er möchte, dass wir alle Christen, dass wir in seinem Reich sind. Er möchte Gemeinschaft, aber schon hier mit uns auf dieser Erde haben. Darum übergeben wir unser Leben ihm ganz. Lieber Zuschauer, ich wünsche dir von ganzem Herzen gottesreichen Segen, viel Kraft in deinem Veränderungsprozess. Möge dich Gott reichlich segnen in deinem Werk der Heiligung. Wir wollen beten. Treuer Gott, Vater im Himmel, wir wollen dich loben und dich preisen und dir danken dafür, dass wir dein Wort jetzt studieren durften. Danke, dass du unsere Heiligung willst. Danke, dass du Sehnsucht nach uns hast, dass du uns erretten möchtest von unserer Sünde und Schuld. Heilige du uns durch und durch. Schenk uns die Kraft, nicht auf unsere Sünden zu schauen, sondern auf dich zu schauen, der du die Sünde überwunden hast am Kreuz auf Golgatha. Jesus, schenke du uns ein neues Herz und einen neuen Geist, so wie wir es gelesen haben in Hesekiel. Und lass uns immer am inwendigen Menschen wachsen. Herr, wir loben, wir preisen dich und wir beten dich an und danken dir für deine Gegenwart in unserem Leben. In Jesu Namen, komm bald wieder, Herr. Maranatha, der Herr, komm bald. Wir wollen an deinem Wort festhalten. Wir danken dir. Amen.